Was bisher geschah. Der Protagonist Present machte sich über den Kraterberg auf nach Blitzach. Dabei begegneten ihm einige Trainer, aber vor allem Schnee. Ganz viel Schnee. So viel Schnee, dass diese Kälte anscheinend die Gehirnzellen von diesem Trottel angegriffen haben. Denn in einem Kampf gegen einen Simsala verlor er Icy Krug, das Impergator und Razor, das Sherox. Zwei Pokémon an einem random Simsala! Was ist los mit dem Typen? Was wird ihn nach dieser Schmach nun in Blitzach erwarten? Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part der Pokémon Bloody Platin Egglock und ja, was ist im letzten Part passiert? Lustig ist das gewesen. Ja, ich habe jetzt trainiert, ich habe nun Dumisel und Gengar reingenommen, beziehungsweise Nebulak, was ich eigentlich auch schon vorher vorhatte, aber jetzt erst gemacht hatte. Und ja, Achtung Spoiler, wir haben zwei Pokémon verloren, wobei ihr das sowieso im Intro gesehen habt, aber das war so dumm. Ich hätte einfach nur mit Sherox drin bleiben müssen und es wäre nie passiert. Ich hätte es einfach nur aufheilen müssen und dann, egal, wir schauen jetzt nach vorne. So, wir haben jetzt hier noch zwei Encounter, die wir austauschen könnten, wobei ich jetzt erstmal ganz kurz zeigen werde, was den Gengar und so weiter ne, so haben. Hier nebenbei Gengar mit dem Glücksei ausgestattet. Und die Attacken haben sich nicht geändert. Spukball, Matchball mit Donnerblitz und Psychokinese. Ein sehr, sehr schönes Moveset. Und Überreste, Dumisel, Kopflos, Antikraft, Giftblick und Ruheort hat sich auch nicht geändert. Und ja, genau. Wir tauschen jetzt einfach mal die beiden Pokémon hier aus. Schneebedeck auf Level 38. Ich würfel mal die Box. Und zwar habe ich hier die Box Nummer 1 direkt. Passt perfekt. Dann haben wir hier die Reihe 1. Auch wieder perfekt. Und die Spalte 4. Und Nasinus. Moment. Ist Nasinus ein Nasgnet? Ist es etwa ein Nasgnet? Ich glaube, dass es ein Nasgnet ist. Schauen wir mal. Nasinus, was bist du denn? Überreste trägst du? Das ist interessant. Dann schauen wir mal. Nasinus, was wirst du sein? Bist du ein Nasgnet? Du bist ein Nasgnet. Wisst ihr was? Ich werde sogar das Nasgnet mit reinnehmen. Weil ich eine Psychoresistenz brauche. Ich habe eine extrem krasse Psychoschwäche, deswegen brauche ich eigentlich Nasinus. Ich werde es mit reinnehmen, Guys. Ja doch, Nasinus. Dann okay drücken und dann passt das. Ja, krass. Nasinus, dann schauen wir mal weiter, was die jetzt hier für Dingens bekommen für den nächsten Encounter. Und danach schaue ich auch, ob Nasinus überhaupt legal ist, wobei ich jetzt einmal schon mal rüberschauen kann, ob es denn legal aussieht. Und zwar mäßiges Wesen, Tackle, Walzer, Intensität, Magnetfalle, sieht sehr legal aus, aber ich schaue gleich nochmal nach. Und dann schauen wir nochmal Keifel auf Level 57, was bekommen wir hierfür? Ich würfel die Box Nummer 3 und die Reihe 4 sowie die Spalte 2. Und da ist Kletex. Okay, Kletex, dann packen wir mal jetzt das Nasinus nochmal weg. Den packen wir hier in diese Box kurz rein. Und schau mal, was denn Kletex so macht. Oder was er überhaupt ist, erstmal. Und Kletex ist mit dem Trank ausgestattet. Okay, ein Trank. Dann schauen wir mal. Kletex, was bist du denn? Der gute alte Kletex. Kletex. Ein Sengo. Okay, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich brauche auf jeden Fall Nasgnet. Ich könnte aber statt Dumisel eigentlich Kletex reinpacken. Weil ich war echt kein Fan von der Dumisel-Wahl. Ich brauchte nur irgendwie ein Filler-Pokémon. Und deswegen habe ich dann mich für Dumisel entschieden. Ich werde jetzt einmal erstmal mit Dumisel noch gehen, also weitergehen, aber ich glaube, ich werde Sengo bald mit reinnehmen. Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Und ich würde sagen, schaue ich noch einmal ganz kurz rüber, vielleicht sehe ich direkt irgendwie einen Fehler oder so. Sonst würde ich sagen, ja, sehen wir uns nach einem kurzen Schnitt wieder und dann gucken wir mal weiter. So, da bin ich wieder zurück und es ist alles legal, aber ich werde jetzt zuallererst einmal wieder zurück nach Ewigenau fliegen, denn man kann ja noch den EP-Teiler abholen, den werde ich mir gleich einmal abholen und dann kann ich diesen EP-Teiler auf Nasgnet packen, sodass ich es dann schon mal passiv mittrainieren kann und deswegen ist es, denke ich mal, ganz schlau. Ich habe es auch schon mit Sonderbonbons hochgelevelt auf Level 38, da wo eben auch, oder auf dem Level, wo auch das Schneebedeck drauf war. Und der müsste mir jetzt eigentlich den EP-Taler geben, wenn ich 35 Einträge habe und er hat mir, gibt es mir, ja, perfekt. EP-Taler gibt er mir, perfekt, und dann können wir jetzt hier wieder zurückfliegen, direkt nach Blitzach. Und dann haben wir jetzt hier gleich schön Nasgnet noch in der Party und das passt dann. Dann wieder zurück nach Blizzach, das gute alte Blizzach.
Beziehungsweise eigentlich natürlich Blitzach, aber Blitzach hört sich irgendwie, keine Ahnung, cooler an. Ich weiß nicht. Pokémon bewegen, Nase genäht, packen wir wieder rein. Ich habe ihm auch schon die Überreste gegeben, die natürlich das Ei getragen hatte. Und dann haben wir jetzt hier eigentlich die Möglichkeit, weiterzulaufen. Und ich glaube, hier ist Hilda, oder? Was will sie jetzt wieder? Brrr. Oh, hallo, Present. Bist du hier, um die Arena-Leiterin herauszufordern? Ich glaube schon. Egal. Frieda, okay, Typ Eis, bla bla bla. War schon fast klar. Willst du jetzt noch irgendwas mir sagen? Nee, okay. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Danke, Mann. Danke, Frau. Gut, dann gehen wir jetzt hier in Richtung Team Galaktik. Denn, ja, das muss ja auch mal gemacht werden, ne? Wobei, hier, die sehen alles interessant aus, schön in ihren Schneesachen. Aber ich finde, das haben sie gut gemacht. Das sieht immerhin realistisch aus. Das hier, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ist hier irgendwo ein verstecktes Item? Oder wieso ist das Ganze hier so aufgebaut? Anscheinend ja nicht. Interessant. Gut, dann müssen wir hier uns noch mal ein bisschen umgucken, ob wir vielleicht ja hier noch irgendetwas finden, was wir vielleicht brauchen könnten. Können wir überhaupt aufs Fahrrad steigen? Nein, hier kann man nicht aufs Fahrrad steigen. Schade. Das ist sehr schade. Und da ist ein Item, was wir uns auch direkt rausnehmen, mitnehmen, wie auch immer. Und ich finde das ziemlich cool gemacht, hier auch mit den Eisscheunen und so weiter. Das ist schon ziemlich gut gemacht, doch, doch. Das gefällt mir. Ein großer Trainer, okay. Das ist wahrscheinlich Pokémon-Liga. Nee, da will ich noch nicht hin, beziehungsweise kann ich noch gar nicht hin. Also, da muss ich auch ein bisschen warten, Mann. Hier noch irgendwas, vielleicht noch ein verstecktes Item. Ja, hier ist ein verstecktes Item. Wenn ich direkt bis zum Ende gehe, genau, Sonderbonbon, perfekt, kann ich eigentlich direkt anwenden auf mein Nasgnet. Wo bist du denn? Nebenbei, ich habe mir wieder 900 Sonderbonbons eben geholt gehabt, weil die schon langsam zu Neige gingen. Und jetzt habe ich sie halt auch schon eingesetzt gehabt auf Nasgnet. Und so, weiter geht's jetzt. Wo sind hier noch Sachen, die mich vielleicht noch interessieren könnten? Vielleicht irgendwie bestimmte Items oder so? Gibst du mir irgendwas vielleicht? Hallo, hallo, möchtest du einen hippen Spruch? Ja, komm, gib mir den hippen Spruch. Heulen! Alter, ist das hip. Das ist ja richtig hip, Mann. Das ist ja richtig hip. So, es gab noch einen ganz kurzen Schnitt. Weiter geht's. Welche Attacke soll ein Pokémon lernen? Ach, Moment. Das ist der Attackenerlerner, ne? Kann ich jetzt hier Nidoking das beibringen? Ich möchte ihm... Hä, nein. Ich möchte ihm Dingens erlernen lassen. Erdkräfte. Okay, dann halt nicht. Anscheinend ist das nicht der richtige Attackenerlerner. Oder vielleicht doch und er kann nur das? Nee, das ist sehr komisch. Was ist hier denn? Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Blitzach betreten. Okay. Das kenne ich ja auch alles nicht. Alter, alles ist neu hier für mich. Sorry, dass ich ein bisschen erkunde, aber... ein bisschen erkunden muss, aber... Das ist alles neu für mich, Mann. Alles neu. Das kenne ich alles gar nicht. Und, also sehe ich wirklich zum ersten Mal, deswegen, interessant, interessant. So, jetzt gehen wir erstmal zum Stärkeufer, wo ich auch einen Encounter verworfen habe. Ich bin nämlich im letzten Part hier einfach durchgerannt und hier hätte ich einen Encounter fangen können, weil es eine neue Route war. Aber, ja, ich war so blöd und habe es halt nicht gemacht. Ist hier vielleicht noch ein verstecktes Item? Nee, schade. Aber ist okay. Und dann, Alter, dieser Schnee, ne, der ist viel zu tief, Mann. Ich meine, es ist immer realistisch und so, aber... Irgendwo auch nicht, ne? So, jetzt brauche ich doch ein Pokémon mit der Form Kraxler, oder? Habe ich nicht? Doch, ich habe sie doch schon bekommen. Form Kraxler, wo bist du? Ich glaube, ganz unten. Ja, genau. Die Sache ist nur, will ich das irgendjemandem beibringen? Was ist überhaupt Kraxler? Ich weiß nicht mehr, wie stark es ist. Okay, Stärke 90, normal. Ja, es wäre tatsächlich für Dummiesel brauchbar, Hilfe. Aber Dummiesel kann es gar nicht erlernen. Also werde ich noch einmal ganz kurz zurückgehen und mir einen Formsklaven holen. Ich möchte hier einfach irgendwie durch, Mann. Ich werde sogar, glaube ich, zurückfliegen. Ach, wobei, ich kann gar nicht fliegen. Ich habe ja kein Flug-Pokémon dabei, Mann. Ich bräuchte ein Flug-Pokémon. Das wäre ziemlich hilfreich. So, jetzt einmal schnell hier durch irgendwie. Vielleicht gleich nochmal einen Top-Schutz anwerfen. Und dann sollte das ja passen. Dann holen wir uns direkt mal einen Kraxler-Pokémon. Und das ist auch super verwirrend, wie Teil... Also, es ist verwirrend, aber es ist halt super komisch, wie man auf einmal tiefer im Schnee ist und dann wieder nicht so tief feststeckt und keine Ahnung. Vor allem nach zwei Schritten. Also jetzt nicht, dass du natürlich hast immer Flächen, wo der Schnee ein bisschen tiefer ist, aber nicht zwei Schritte lang. So, dann holen wir uns mal ein Pokémon mit der... Also ein Pokémon, was das erlernen kann. Wahrscheinlich Bifast, der gute alte Formsklave. Was wir jetzt schon oft genug festgestellt haben. So, dann packen wir erstmal Nasgnet hier kurz raus. Und legen das hier ab, wobei... Ja doch, Nasgnet packe ich kurz weg und gebe dann... Moment, habe ich ihm überhaupt den EP-Teiler gegeben? Ich glaube nicht, ne? Kann das sein? Ja, egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt wird erstmal die Form Kraxler verteilt. Ich habe ja jetzt sowieso den guten alten Nasgnet nicht dabei.
Und Bonsai-Ding, dafür können wir Fluch einfach wegpacken. Jetzt haben wir 4 VMs drauf, also richtiger VM-Sklave, der gute alte Bonsai-Ding. Ich meine, er war jetzt immerhin nicht so stark und ist schnell gestorben, aber dafür ist er zu gebrauchen. Nein, natürlich nicht, Mann, natürlich nicht. So, Stärkeufer sind wir jetzt wieder da, wo ich immer noch einen Encounter verworfen habe. Ich trottel und dann geht es jetzt hier in Richtung nach oben, genau. Und dann schauen wir noch einmal ganz kurz links vorbei, ob da noch irgendetwas ist. Könnte natürlich auch sein, weil da war ich, glaube ich, noch nicht. Komme ich hier durch? Doch, ich glaube, hier war ich. Ist hier doch vielleicht noch ein Item? Ich schaue einfach mal mit dem wunderbaren Radar. Nee, ist nicht. Und dann gucken wir mal. Die Wand ist sehr steinig. Ein Pokémon kann sie... Hä? Ich habe doch ein Pokémon mit der Form Kraxler. Muss ich jetzt extra Kraxler einsetzen? Wie bitte? Ich brauche erst den Orden. Aha! Ich soll den Orden als erstes machen. Ich dachte, ich darf den Orden noch gar nicht machen. Ja, rip me. Das wusste ich nicht. Ja, sag mir das doch einer. Und alle so, ja, Present, was bist du für ein Trottel? Was machst du da wieder? Mann, Present. Was machst du da? Ja, das habt ihr bestimmt so in die Kommentare geschrieben. Gut, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Dann packen wir einmal Bonsai-Ding nochmal zurück. Und ja, werden das nochmal wann anders benutzen. Als vor allem Sklaven, dann packen wir ihn hier mal nach unten hin. Ja, krass. Ich dachte wirklich, dass es ja erstmal so storymäßig weitergehen soll. Aber nein, ich soll mich nicht um Team Galactic kümmern. Okay, kein Problem. Dann gehen wir jetzt in die Arena. Und was sagt der Typ hier? Hey du da, wie geht's? Bla bla bla. Schneebälle, Eis, Pokémon, super toll. Und ich habe natürlich Feuerattacken, also ist das relativ safe. Und ich habe ja auch noch Gesteinsattacken mit Nasinus, haha, auf Level 39. So, dann geben wir ihm nochmal den EP-Teiler, damit wir das auch nochmal geklärt haben. Und dann liegen wir eigentlich mit Arcani, würde ich schon fast sagen, oder? Ja, Arcani ist, denke ich mal, ganz gut. Und jetzt schauen wir mal, wie dieses Eisrätsel hier geht. Denn ich habe natürlich keine Ahnung, ich habe es nämlich noch nie gemacht. Also wird das hier auch nochmal lustig. Okay, das sieht so interessant aus. Was ist das für ein Eisrätsel? Mit Schneebällen und hier kann man dann anscheinend nicht mehr runter. Okay. Interessant. Naja, egal. Wir haben noch eine Frage des Videos vom letzten Part. Alter, Level 70. Level 70. Beruhig dich mal bitte. Ach man, was sind das jetzt hier schon wieder für hohe Level? Egal, das wird schon. Auf jeden Fall, die Frage des Videos vom letzten Part. Was würdest du ohne das Internet machen? Und das ist natürlich eine Frage, die ich auch schon mal so ein bisschen gestellt habe, indem ich gefragt habe, was würdest du ohne YouTube machen? Aber Internet ist ja noch mal ein bisschen weitläufiger, weil man hält sich ja nicht nur auf YouTube auf, sondern auch auf anderen sozialen Netzwerken. Ich primär eigentlich sonst noch auf Twitter und dann würde ja auch noch dazu zählen, dass man sowas wie WhatsApp nicht hätte und zur Kommunikation, wobei damit könnte man auf jeden Fall leben, auch mit Twitter. Also YouTube wäre so natürlich für mich auch ein bisschen der größte Aspekt und das ist tatsächlich gerade ein bisschen gefährlich. Ich gehe mal in 4 rein, in Dummiesel, weil Dummiesel relativ tanky sein sollte. Wieso bist du nicht so tanky? Wollen wir Dummiesel jetzt opfern oder wie? Ja, nee, weiß ich nicht. Wir wechseln mal Duck Darling rein aufs Erdbeben. Und gehen jetzt hier auf den Spukball und hoffen, dass der ausreicht oder auch nicht. Der macht ja kaum Schaden. Okay. Ich brauche Dark Darling auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss jetzt schon etwas opfern. Und ich glaube, in dem Fall ist es Vieh. Weil ich hätte nicht gedacht, dass Erdbeben so viel Schaden macht. Ja, rip me. Dann wechseln wir jetzt hier Vieh rein und tschüss Vieh. Es tut mir leid, du Miese. Ich hätte dich sowieso rausgepackt. Ja, rip. Ja, okay. Was machen wir jetzt, ist natürlich die Frage. Was machen wir jetzt? Arcani, müsstest du schneller sein? Ich glaube, du bist schneller, oder? 166 Initiative, du bist 4 Level drunter. Erdspeckschicht, doch, ich bin schneller. Komm, ich habe jetzt Vertrauen in dich und das reicht aus. Okay, ich habe... gut, dass ich Vertrauen hatte, Mann, Arcani. Und das war's doch von dem Typen. Okay, gut, sonst wäre ich hier total zerstört worden. Ja, einfach mal so ein Pokémon verloren, ganz random. Das war auf jeden Fall... Ja, Dummiesel hätte ich so... Also, bei Dummiesel hatte ich wirklich kein Problem mit das zu verlieren. Ich dachte mir auch so, eigentlich wird es sowieso nur als Opfer dabei sein. Was ich weiß, ist es fies, aber es ist ein Dummiesel, Mann. Es ist ein Dummiesel. Und jetzt weiß ich tatsächlich nicht weiter. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall, ich mache die Trainer jetzt noch fertig. Aber ich kann die Arena nicht danach machen. Ich muss auf jeden Fall schneiden. Ich muss dann den Part beenden.
und dann auf jeden Fall trainieren, weil sonst wird das hier nichts. Ihr seht Level 70, sie wird sowieso ein Mammutell haben. Mammutell zerstört mich komplett. Das heißt, ich muss eigentlich, ja, auf jeden Fall mich darum kümmern, dass ich da auf einem höheren Level bin und ein bisschen besser entgegenkomme, weil Level 70 ist hoch. Ein bisschen sehr hoch. Austausch, okay. Das ist tatsächlich aber auch gefährlich. Das wird sehr gefährlich. Naja, auf jeden Fall. Internet, ohne Internet. Also es wäre schon sehr schwer. Also natürlich, wenn man jetzt sagen würde, dass das Internet generell für niemanden mehr existieren würde, wäre es, glaube ich, nochmal was anderes. Aber wenn du weißt, dass das Internet noch existiert und du der Einzige bist, der eben nicht mehr die Möglichkeit hat, ins Internet zu kommen, egal wie, gar nicht mehr die Möglichkeit, das würde das Ganze schon... Na, da würde man in erster Zeit auf jeden Fall nicht gerade positiv gestimmt sein. Vor allem, weil jetzt bei mir zum Beispiel YouTube natürlich auch ein Teil meines Lebens geworden ist. Nicht ein Hauptteil. Das ist auch wichtig, dass es eben nicht zu viel in Anspruch nimmt. Dass es eben nicht das Leben übernimmt, was manchmal der Fall sein kann. Generell das Internet, sondern dass eben vieles noch darüber ist, dass die Prioritäten anders gelegt sind, dass nicht YouTube oder generell das Internet ganz oben ist. Aber es gehört natürlich trotzdem zu meinem Leben dazu. Und wenn es weg wäre, würde natürlich das erstmal sehr, sehr komisch sein. Und nicht nur einfach ungewohnt, sondern es würde schon was fehlen natürlich. Und das ist natürlich auch klar, aber man würde sich schnell dann auch wieder natürlich gewöhnen, wie es eben so ist. Menschen gewöhnen sich um und sie würden was Neues finden, was ihnen dann Spaß bringen würde oder was sie eben unterhält oder wie auch immer. Und deswegen wäre es dann natürlich auf Dauer kein Problem. Aber jetzt die ersten paar Wochen, der erste Monat, die ersten zwei Monate, das wäre schon eine starke Umgewöhnungsphase. Und da würde auf jeden Fall irgendetwas fehlen. Und viel würde einfach weg sein. Ich meine, generell die Kommunikation mit Menschen, die nicht in deiner Stadt wohnen, die nicht direkt neben dir sind, also neben dir so, ne, ihr wisst, was ich meine, die halt nicht irgendwie in der Nähe sind und die man mal eben so treffen kann oder so, die Kommunikation würde fehlen. Aber natürlich, man hätte noch sowas wie Telefon und so weiter. Man kann natürlich diese immer noch miteinander kommunizieren, so ist es nicht. Aber das Internet ist auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Ort in vielerlei Hinsichten. Und nicht nur eben YouTube und Twitter oder so, sondern generell einfach, um so viele Dinge zu machen und auch zu recherchieren und so weiter und so fort. Sowas für Schule, Uni in meinem Fall, das wäre natürlich alles weg. Und dennoch, man könnte auch für die Uni, also man muss ja auch vor allem für die Uni sehr viel nicht nur auf Internetquellen sich beziehen, sondern eben auch sehr viel auf Buchquellen, Textquellen. Und das ist dann eher eben... Wer diesbezogen jetzt nichts Schlimmes, ne? Also diesbezüglich. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob hier noch irgendwas ist, was ich vergessen habe. Und komme ich hier irgendwie durch, wenn ich mit mehr Anlauf rangehe? Anscheinend nicht. Oder? Vielleicht so, zack. Muss ich irgendwie dagegen laufen? Oder wie mache ich diese Schneebälle kaputt? Ich verstehe nicht ganz. Ich glaube, ich muss sie von der Seite kaputt machen. So? Oder was soll ich da machen? Ich verstehe es nicht, Mann. Oder so? Ach, keine Ahnung. Ich muss es sowieso gerade noch nicht machen, weil die Arena-Leiterin werde ich dann erst im nächsten Part machen. Aber ich glaube, da oben habe ich den einen noch nicht gemacht, oder? Habe ich da oben den einen Trainer schon gemacht? Den habe ich gemacht, okay. Habe ich sonst alle gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich möchte eigentlich nochmal nachschauen, ob ich die da links gemacht habe. Komme ich hier denn irgendwo hin? Doch, die habe ich, glaube ich, auch gemacht. Gut, dann würde ich eigentlich sagen, muss ich jetzt trainieren. Ich schaue zwar nochmal nach, ob ich die vielleicht doch nicht gemacht habe. Könnte ja sein. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich zu der komme. Wie komme ich bitte zu der? Hey, wie bin ich denn zu der gekommen, wenn ich denn da war? Wobei, ich kann es mir denken. Ich hasse Eisrätsel. Was ist, ich hasse Eisrätsel. Eigentlich mag ich sie, aber ich kann sie nie so gut. Und das ist nicht so schön. Aber das Eisrätsel ist noch komischer. Weil ich nicht genau weiß, wie das mit den Schneebällen funktionieren soll. Egal, ich glaube, ich habe die schon gemacht da oben. Gut, dann will ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Wertung da. Ich versuche hier noch irgendwie währenddessen rauszukommen. Und dann geht es im nächsten Part gegen die Arenaleiterin von Blitzach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.